Alles klar, nur noch ein paar wenige Meter und da wären wir, Gentlemen, die Tore von Elzebub. Oh, großer Gott! Panik, darauf haben wir die letzten 97 Stunden hingearbeitet. Ganz cool, bleiben eine Horde bewaffneter Kobolde wartet auf der anderen Seite und bewacht das Schwert von Azeroth. Krieger, zieht eure Waffen. Hexenmeister, hebt eure Zauberstäbe. Barrettieren und laden. Ratsch, spreng die Tore. Sprenge die Tore. Control, Shift, B! Oh mein Gott, verdammt viele Kobolde! Steht nicht herum, Slash und vor, Slash und vor! Nicht die Formation verlassen! Lennart, ihr hängt einer im Nacken. Egal, ich habe einen Greifschwanz, ich werde ihn einfach weg. Ich habe ihn, Lennart. Heute noch wurze ich mein Abendmahl mit Koboldblut. Ratsch, nein, das ist eine Falle, sie kommt von beiden Seiten. Er hat mich erwischt. Sheldon, er hat Ratsch, verwende deinen Schlafzauber. Sheldon! Sheldon! Ich habe das Schwert von Azeroth! Vergiss das Schwert, Sheldon! Hilf, Ratsch! Es gibt keinen Sheldon mehr! Ich bin der Schwertmeister! Lennart, sieh dich vor! Verdammt, Mann, wir verrecken zurück, hier! Zurück, ihr Bauern! Der Miskal hat sich wegteleportiert! Er verkauft das Schwert von Azeroth auf eBay! Du verrätst uns und bereicherst dich? Wer bist du? Ich bin ein schurkischer Nachtelf. Liest niemand von euch die Rollenbeschreibungen? Wartet, wartet! Jemand holt er sich per Sofortkauf! Ich bin der Schwertmeister! Oh, ich bin ganz verschwitzt. Lockt sich einer bei Second Life ein und geht mit schwimmen? Ich habe mir da einen Pool gebaut. Nein, ich kann dich und deinen verräterischen Avatar nicht mehr sehen. Klingt nach der Heimkehr der Nachbarin. Entschuldigt mich. Vergiss nicht die Post, die du absichtlich aus Versehen mitgenommen hast, um sie ansprechen zu können. Oh, ja, 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 richtig, ja. Die Schneckenpost stehlen ganz die alte Schule, das gefällt mir. Penny, der Briefträger hat's wieder geschafft. Oh. Entschuldige. Hallo. Lennart, das ist Doug. Doug, das ist mein Nachbar Lennart. Was geht ab, Bruder? Nicht besonders viel. Bruder. Ist alles in Ordnung? Ja. Nein, ich hatte schon wieder deine Post hier. Ach, danke. Ich rede gleich mit dem Briefträger. Oh nein, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wir wissen doch schon seit längerem, dass viele Briefträger die Neigung haben, auszuflippen. Na gut, also dann vielen Dank. Kein Problem, bis dann. Oh, und Wiedersehen, Bruder. Ein Penny für deine Gedanken. Was hast du? Nichts, mir geht's gut. Penny geht's gut und dem Kerl, den sie küsst, geht's richtig gut. Küssen? Welche Art küssen? Wangen, Lippen, Keusch, Zunge? Was ist nur los mit dir? Ich bin eben Romantiker. Sag bloß nicht, deine hoffnungslose Vernarrtheit verwandelt sich gerade in sinnlose Eifersucht. Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Ich mache mir nur Sorgen um sie. Ich fand's nicht gut, wie sie den Typen angesehen hat. Weil er besser aussieht als du. Ja,